Mal ist das Münchner Faschingsprinzenpaar damit zu Gast im Hotel am Promenadeplatz. Maximilian von Rosseck und Maximilian Erdmann waren für uns bei der Schlüsselübergabe. Wenn königlicher Besuch angemeldet ist, dann kommt der ganze Hofstaat angereist. In diesem Jahr passend zum Motto Afrika in einem Safari-Jeep. Ingrid Volkert, geschäftsführende Gesellschafterin des Bayerischen Hofs, überreichte dem diesjährigen Faschingsprinzenpaar den symbolischen Schlüssel und damit die Eintrittserlaubnis in das geheime Faschingsdomizil der Nahalla. Es bleibt natürlich immer ein Geheimnis, weil meistens sind die Prinzen wie die Prinzessinnen sehr begehrt. Und dann würden ja alle Menschen, die das jetzt hier sehen, dann in dieses Zimmer oder vor dieses Zimmer nachts eilen. Ein Geheimnis, aber die gleiche Prinzensuite, wie die vergangenen Prinzenpaare auch bekommen haben. Eine schöne. Ganz traditionell in einer Suite in den oberen Etagen, so viel sei verraten, wird das Traumpaar seine kurzen Nächte verbringen. Denn die Faschingssaison erreicht langsam ihren Höhepunkt. Jetzt waren allerdings so ein, zwei etwas ruhigere Wochen, also nur mit so 5 bis 10 Veranstaltungen in der Woche, weil natürlich der Fasching dieses Jahr sehr lang ist. Jetzt geht es dann richtig los. Also ich glaube, Anfang nächster Woche ist wirklich Vormittag, Nachmittag, Abends fast jeden Tag Programm. Und naja, wenn man dann mal heimkommt, ja, dann ist es natürlich auch schön, dass man sich dann hier entspannen kann. Was gibt es im Hotel? Rockstar-Partys, irgendwie sowas feiern kann, passt alles wunderbar. Abfeiern wie ein Rockstar mit Alkohol und Zigaretten. So handhabt es der diesjährige Faschingsprinz, während seiner sattelfesten Organisatorin Sandra II. Ein Mädchentraum in Erfüllung geht. So ganz schienen die beiden Zepterträger noch nicht zueinander gefunden zu haben. Der Empfang wurde von beiden getrennt voneinander bestritten. Dabei weiß Nahalla-Präsident und Altprinz von 69, Uli Kreuzer, genau worauf es beim Münchner Faschingsprinzenpaar ankommt. Das Prinzenpaar muss aktiv sein, muss also flexibel sein, ist jeden Tag unterwegs und vor allem die Nächte unterwegs. Ja, es soll regieren auf die charmante Art. Es soll also das Volk so ein bisschen auch mit belustigen. Und ich freue mich immer, wenn sie dann ganz erschöpft in den Morgenstunden nach Hause kommen. Denn jetzt ist nahezu jeden Tag irgendeine Veranstaltung. Einigkeit zeigt sich dieses Jahr in der Garde. Im sexy Afrika-Outfit schwangen die Damen ihre Beine und gaben den Hotelbesuchern einen kleinen Vorgeschmack auf die anstehenden Bälle des Hauses. Ach, wie ich mich freue! Ach, wie ich mich freue! Ich trage nur einen Feigen, Muscheln, Muscheln, Muscheln. Und gehe mit der Schatzipuppe, Muscheln, Muscheln, Muscheln. Vom Bambus richte ich mir meine Fritsche ein. Ich bin ein Schatz, ich will ein Schatz. Bei so viel tänzerischer Emotion werden sich vielleicht auch die Gesichtszüge des Prinzenpaares zum kommenden Faschingshöhepunkt etwas aufhellen. Na, das wollen wir doch schwer hoffen. Wir kommen gleich zum Sport. Davor gibt's noch den Ausblick auf die Szene München mit Alina Baumann. Hallo liebe Monika, hallo liebe Zuschauer. Seit 1999 gibt